Eventuell hast du bereits mit dem Gedanken gespielt, eine Firma in Dubai zu gründen, um dem Steuerwahnsinn und den bürokratischen Albträumen in Europa zu entkommen. Vielleicht hast du aber auch bereits die Entscheidung getroffen, deine Firma in Dubai zu gründen und bist auf der Suche nach dem richtigen Ansprechpartner oder du möchtest einfach noch etwas mehr über dieses Thema erfahren. In diesem Video sprechen wir im Detail über den gesamten Ablauf von der Firmengründung bis hin zur Kontoeröffnung sowie über die gesamten Kosten der Firmengründung in Dubai. Im ersten Schritt ist die Auswahl der richtigen Unternehmensform entscheidend. Dabei gibt es diverse Möglichkeiten, wobei wir in diesem Video die zwei wichtigsten und für 95% der Unternehmer gängigsten Varianten besprechen. Beide Unternehmensformen sind vergleichbar mit einer GmbH, mit dem einzigen Unterschied, dass in den meisten Fällen kein Stammkapital einbezahlt werden muss. Variante 1 ist die Mainland-Firma. Mainland-Firmen sind grundsätzlich für Selbstständige und Unternehmer gedacht, die hauptsächlich Kunden in Dubai und oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten bedienen möchten. Dazu zählen beispielsweise Restaurants, Autovermietungen, Friseure und Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn du also vorhast, dein Geschäft in Dubai oder in den VAE zu eröffnen und damit Kunden bedienen möchtest, die hier ansässig sind, dann ist die Mainland-Firma genau die richtige Firmenform für dich. Die zweite gängige Variante ist die Freezone-Firma. Eine Freezone-Firma ist die richtige Unternehmensform für dich, wenn deine Kunden hauptsächlich außerhalb von Dubai oder der VAE ansässig sind. Im zweiten Schritt geht es um die Auswahl der richtigen Geschäftsaktivität. Anders als beispielsweise in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, wo der Unternehmenszweck in eigenen Worten definiert werden kann, gibt es in Dubai und den VAE eine Auswahl aus über 2500 Geschäftsaktivitäten. Die Auswahl der richtigen Geschäftsaktivität gehört zu den wichtigsten Punkten im gesamten Gründungsprozess, wenn es darum geht, im weiteren Verlauf ein Geschäftskonto zu eröffnen. Es ist wichtig, natürlich sofern möglich, eine Geschäftsaktivität zu wählen, welche keine Genehmigung von einer anderen Behörde voraussetzt und nicht als High-Risk-Activity von Behörden oder Banken geführt wird, da dies zu regelmäßigen und zeitaufwendigen Geldwäsche- und Compliance-Prüfungen führen und die Eröffnung eines Geschäftskontos erschweren oder im schlimmsten Fall unmöglich machen kann. Nach Auswahl der richtigen Unternehmensform und Geschäftsaktivität wird die Firma in Dubai gegründet. Dies dauert in der Regel zwischen 3 und 5 Werktagen und im Anschluss erhältst du sämtliche Firmendokumente wie die Geschäftslizenz und den Gesellschaftsvertrag. Die Gültigkeit der Lizenzen beträgt in der Regel 1 Jahr, wobei diverse Freezones Lizenzen für mehrere Jahre anbieten und dabei Rabatte in Höhe von bis zu 30% auf die gesamten Lizenzkosten gewähren. Viele Anbieter bieten Firmengründungen in Dubai an, gründen die Firma dann aber in einem anderen Emirat wie Al Quwain, Ras Al Khaimah, Sharjah oder Ajman, um ihren Gewinn zu maximieren. Das führt unweigerlich dazu, dass du für sämtliche Behördentermine mehrere Stunden unterwegs bist, du keinen Firmensitz in Dubai hast und es deutlich schwieriger ist, ein Geschäftskonto für diese Firma zu eröffnen. Wir gründen für unsere Klienten ausschließlich Firmen im Mainland von Dubai oder in hoch angesehenen Dubai Free Zones und garantieren ihnen die Eröffnung eines Geschäftskontos bei einer unserer Partnerbanken. Die Kosten für die Firmengründung in Dubai betragen je nach Firmenform und Geschäftsaktivität sowie Anzahl der Visa zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Wichtig ist, auch wenn es anfangs teurer erscheint, die Firmengründung, den Visaprozess und vor allem die Kontoeröffnung mit einer erfahrenen Agentur zu machen, da die Auswahl der Firmenform und der richtigen Geschäftsaktivität eine entscheidende Rolle bei der Kontoeröffnung spielt, da es einige Geschäftsaktivitäten und Firmenformen gibt, mit denen es nahezu unmöglich ist, ein Geschäftskonto für diese Firmen zu eröffnen. Auch der Visaprozess kann sich ohne eine erfahrene Agentur über mehrere Wochen ziehen, in denen du Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate nicht verlassen darfst und auch nicht kannst. Sobald du in Dubai oder den VAE bist und den Visaprozess angestoßen hast, wird dir die Ausreise am Flughafen verweigert, bis der Visaprozess abgeschlossen ist. Somit gibst du das anfangs gesparte Geld für Hotels aus, da gute Hotels in Dubai schnell mal 200 bis 300 Euro und mehr pro Nacht kosten.
Wir begleiten unsere Klienten innerhalb von nur 1 bis 2 Tagen durch den gesamten Visa-Prozess, wodurch diese sich eine Menge Zeit, Geld und vor allem Energie sparen. Dabei sind wir auch schon beim nächsten Thema. Auch wenn du nicht in Dubai oder den Vereinigten Arabischen Emiraten leben möchtest, ist es erforderlich, ein Residence-Visa in den VAE zu halten, wenn es darum geht, ein Privat- oder ein Geschäftskonto zu eröffnen. Dafür gibt es allen voran 2 wichtige Gründe. Alle Banken in den VAE verlangen für die Eröffnung eines Geschäftskontos ein gültiges Residence-Visa von mindestens einem Beteiligten im Unternehmen. Die Eröffnung eines Privatkontos ist grundsätzlich auch ohne Residence-Visa möglich, jedoch sind Banken in den VAE aufgrund des internationalen Finanzkonteninformationsaustauschgesetzes dazu verpflichtet, sogenannte Non-Resident-Konten an die jeweiligen Behörden im Heimatland zu melden. Ausdrücklich ausgenommen von diesem Informationsaustausch sind alle, die über ein Resident-Visa in den VAE verfügen. Dazu zählen sowohl Privat- als auch Geschäftskonten. Aber wie kommst du überhaupt zu einem Residence-Visa? Um ein Residence-Visa in den VAE zu erhalten, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Wer in den VAE einen Job annimmt, bekommt ein Employee-Visa über seinen Arbeitgeber. Dieses ist für 2 Jahre gültig und der Arbeitgeber ist sowohl für die Kosten als auch für den gesamten Prozess des Erhalts zuständig. Ein Golden Visa erhalten unter anderem Menschen, die mindestens 2 Millionen Dirham, umgerechnet also 500.000 Euro, in Immobilien investieren. Anders als das Employee Visa ist dieses für 10 Jahre gültig. Für Firmeninhaber besteht die Möglichkeit, ein Investor Visa zu beantragen, welches wie das Employee Visa auch für 2 Jahre gültig ist. Nachdem deine Firma in Dubai gegründet ist, kannst du dich quasi selbst sponsern und dadurch ein Residence Visa sowie eine Emirates ID erhalten. Um ein Residence Visa, egal in welcher Form, zu bekommen, musst du für 2 bis 3 Tage nach Dubai reisen, um eine kurze medizinische Untersuchung zu machen und um deine Fingerabdrücke bei der Behörde abzugeben. Bei der medizinischen Untersuchung wird dir Blut abgenommen und dein Oberkörper geröntgt. Du wirst auf verschiedenste Krankheiten wie HIV, Hepatitis, Lepra und Tuberkulose getestet. Nach der medizinischen Untersuchung und dem Behördentermin wird dein Residence Visa ausgestellt und deine Emirates ID gedruckt. Die Emirates ID ist vergleichbar mit deinem Personalausweis. Damit kannst du beispielsweise Bankkonten eröffnen, einen Handyvertrag abschließen, Immobilien kaufen oder mieten und vieles mehr. Der letzte und wichtigste Punkt ist die Eröffnung eines Geschäftskontos für deine Firma in Dubai. Das Gerücht, dass es speziell mit Freezone-Firmen in Dubai schwierig oder unmöglich ist, ein Geschäftskonto zu eröffnen, hält sich enorm hartnäckig. Eine Kontoeröffnung im Alleingang ohne einen erfahrenen Ansprechpartner vor Ort kann sich aber als durchaus schwierig gestalten, da viele Banker dir erzählen werden, dass eine Kontoeröffnung ohne eine Kontoeinlage von umgerechnet mehreren 10 bis mehreren 100.000 Euro nicht möglich ist und diese dir irgendwelche Investmentprodukte wie Lebensversicherungen verkaufen wollen. Wenn bei der Firmengründung die richtige Unternehmensform und Geschäftsaktivität gewählt wurde und vor allem gute Beziehungen zu Banken vorhanden sind, ist es in den meisten Fällen vollkommen unproblematisch, in nur wenigen Tagen ein Geschäftskonto in Dubai zu eröffnen. Unsere Partnerbanken bieten unseren Klienten eine reibungslose Kontoeröffnung innerhalb von nur wenigen Tagen, ganz ohne Kontoeinlage sowie Kredit- und Debitkarten und Fremdwährungskonten in Euro, US-Dollar und britische Pfund sowie viele weitere Währungen an. Wenn du mit dem Gedanken spielst, deine Firma in Dubai zu gründen oder du bereits die Entscheidung getroffen hast, deine Firma in Dubai zu gründen, dann klicke jetzt auf den Link in der Infobox oder besuche unsere Webseite unter emirates-establishments.com und vereinbare ein vollkommen kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Wenn wir uns für eine gemeinsame Zusammenarbeit entscheiden, begleiten wir dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess von der Firmengründung bis hin zur Kontoeröffnung. Im ersten Schritt übermitteln wir dir eine Checkliste, die du mit deinen persönlichen Informationen ausfüllst. Anschließend sendest du uns einen Scan von deinem Reisepass und die ausgefüllte Checkliste. Anhand von diesen Informationen gründen wir dann innerhalb von nur 3 bis 5 Werktagen deine Firma in Dubai. Nachdem deine Firma in Dubai gegründet ist, starten wir den Visa-Prozess. In maximal 7 Tagen erhältst du dein vorläufiges Visa, mit welchem du nach Dubai einreisen kannst.
Vor deiner Einreise kümmern wir uns bereits um alle wichtigen Dokumente für die medizinische Untersuchung sowie um einen Behördentermin. In Dubai angekommen, holt dich unser Fahrer in deinem Hotel ab und begleitet dich zur medizinischen Untersuchung und bringt dich im Anschluss wieder zurück in dein Hotel. Am nächsten Tag wirst du erneut abgeholt und von unserem Fahrer zur Behörde begleitet. Dort gibst du deine Fingerabdrücke ab und anschließend wirst du wieder in dein Hotel zurückgebracht. Im Anschluss übermitteln wir die Dokumente von dem Behördentermin und der medizinischen Untersuchung an die zuständige Behörde, welche dein Residence Visa ausstellt und für die Ausstellung und den Druck der Emirates ID zuständig ist. Innerhalb von nur 24 Stunden nach dem Behördentermin erhältst du dein Residence Visa in digitaler Form und kannst Dubai jederzeit wieder verlassen. Deine Emirates ID, die für die Eröffnung des Geschäfts und Privatkontos notwendig ist, wird innerhalb von nur wenigen Tagen zu uns ins Büro geschickt. Sobald diese angekommen ist, übermitteln wir alle wichtigen und relevanten Firmendokumente sowie deine Emirates ID an eine unserer Partnerbanken, welche innerhalb von nur wenigen Tagen dein Geschäftskonto eröffnet. Zusammengefasst ist deine Firma in ungefähr 3 bis 5 Wochen inklusive Bankkonto einsatzbereit. Falls du noch weitere Fragen zum Thema Firmengründung, Visaprozess oder Kontoeröffnung hast oder deine Firma in Dubai gründen möchtest, dann vereinbare jetzt mit nur wenigen Klicks ein vollkommen kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch unter emirates-establishments.com.